Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Ja, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, wir haben wie immer montags eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow, dann könnt ihr mich anrufen unter der Telefonnummer 0800 220 5050 oder ihr könnt auch mailen unter 1live.domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. Ganz wichtig, immer wieder kommt es vor, dass Leute vergessen, die Nummer draufzuschreiben, dann können wir euch nicht zurückrufen, alles wird sehr kompliziert und verzögert sich. Also bitte die Telefonnummer draufschreiben oder ihr könnt auch faxen unter 0800 220 5051. Jetzt bin ich gespannt auf meine erste Anruferin heute Nacht. Die heißt Jasmin und ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Jasmin. Schön, hier sprechen zu können. Ja, danke schön. Ich gebe es zurück. Um was geht's denn bei dir? Ja, und zwar habe ich ein Problem. Ich bin mittlerweile 24, wie du ja schon gesagt hast. Ja. Und ich hatte noch nie einen Orgasmus. Ja. Und ja, das führt halt immer zu Problemen und irgendwie, ja, würde ich halt jetzt auch gerne mal erleben, wie das so ist. Mhm. Aber du hattest schon Beziehungen. Ich hatte schon Beziehungen. Bist du im Moment auch in einer Beziehung? Nee, im Moment bin ich solo. Mhm. Wie lange dauerten deine Beziehungen so? Also ich hatte eine Zweijährige und eine Dreijährige. Immerhin. Und noch so ein paar kurze Sachen. Ja, und in dieser Zeit, wie hast du denn deine und die Sexualität in dieser Zeit erlebt? Ja, also irgendwie am Anfang dachte ich, naja, okay. Anfangsschwierigkeiten, aber mit der Zeit war es nur noch frustrierend. Das heißt, du hast gar keinen Spaß dran gehabt? Auch nicht ja, ein bisschen? Ja, bis zu einem gewissen Punkt immer schon, aber ja, ja. Also aber am Ende war es dann immer doch eher frustrierend. Und letztendlich hast du es dann für deinen Freund gemacht, für deine Freunde, obwohl du gar nicht viel, und du hattest gar nicht viel davon. Und die Initiative ging auch immer von den Jungs aus? Ja, nicht immer, also... Ja, es macht ja auch so Spaß eigentlich. Aber letztendlich kommt dann nicht das dabei raus, was man gerne hätte. Ja, also man muss ja so unterscheiden, ob jetzt in deinem Fall Frau noch keinen Orgasmus hatte oder ob auch so überhaupt gar keine Lust am Sex da ist. Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Ne? Also eine gewisse Lust ist schon auch bei dir so spürbar gewesen. Ist schon da, ja. Das schon, ja. Mhm. Hast du das deinen Partnern erzählt, dass du keinen Orgasmus hattest? Die wussten das, ja. Die wussten das. Und wie sind die damit umgegangen? Ja, die haben sich bemüht und so, aber letztendlich, ja, haben sie halt damit leben müssen. Ja. Ist dir das leicht gefallen, den Männern das zu sagen? Die meisten Frauen sagen das ja nicht so gerne. Die spielen es noch vor. Nee, also da bin ich schon ehrlich. Also vorspielen bringt ja nichts. Mhm. Hast du das Gefühl gehabt, dass das eure Sexualität dann noch mehr verkrampft hat? Nämlich das Wissen für die Männer, dass da eben nichts letztendlich höhepunktmäßig rumkommt bei dir. Ja, also ich glaube, für die Männer war es weniger schwierig wie für mich. Ja, naja, wenn es ein sensibler Mann wäre, hätte es ja sein können, dass er sich auch dann, dass ihn das auch belastet, ne? Wenn die Freundin nicht zum Höhepunkt kommt. Onanierst du? Ich habe es versucht, aber es bringt auch nichts. Wie oft hast du es schon versucht? Ja, also schon gelegentlich. Gelegentlich, aber das war noch nicht so, die großen Versuchsreihen sind ja noch nicht abgegangen. Nein, das bringt mir eigentlich auch nicht viel. Also, ja, aber das ist der Punkt, Jasmin. Ich bin 100% sicher, dass eine Frau, ein Mann, bei Männern ist es als einfacher noch zu erklären, dass eine Frau wirklich auch nur eine gute Sexualität und auch einen guten Orgasmus mit einem Partner erleben kann, wenn sie das mit sich selbst auch erlebt. Ich glaube, dass das der allererste Schritt ist, dass du einen Zugang zu deinem Körper, zu deinem Geschlecht, zu deiner Sexualität finden musst. Und das geht eben nur über die Masturbation. Mhm. Ja, aber das bringt mir eigentlich noch weniger wie mit einem Partner. Ja, klar. Im Moment läuft da wohl alles ziemlich verkrampft bei dir ab. Insofern ist es auch klar, dass es dir nichts bringt. Aber die Lösung besteht ja darin, dass sich das löst.
dass die Verkrampfung sich löst, dass du einen Weg findest zu dir, zu dieser Sexualität, zu deiner Lust auch, dass du da irgendwann wirklich liegst oder stehst oder wie auch immer und sagst, wow, das ist es. Das kann ich mir selbst beibringen, zufügen im positiven Sinne. Dann kannst du auch viel eher den Männern Anweisungen geben, hier macht mal so, die Stellung und jene, das gefällt mir gut. Mhm. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegst du das hin? Ne? Wie findest du das? Wie befriedigst du dich optimal selbst? Das kann ich dir hier natürlich jetzt auch nicht sagen und erklären. Das ist nicht der richtige Ort. Ich würde deshalb gerne, dass du mit meiner Psychologin etwas redest. Mhm. Würde dir darüber hinaus auch empfehlen, geh doch mal in irgendeinen, wohnst du in einer größeren Stadt? Ja, mittelgroß. Also. Na gut, also geh mal in irgendeinen, wenn es so ist, das gibt bei euch einen Frauenbuchladen. Oder vielleicht irgendwie so einen alternativen Buchladen. Ich weiß gar nicht, vielleicht haben die normalen Buchläden das mittlerweile auch. Es gibt schon ganz gute Literatur dazu, zur Selbstbefriedigung. Die selbstbefriedigte Frau, wie man das macht und auf was man achten sollte und wie man sich fallen lassen kann und so weiter. Okay. Könnte vielleicht auch ein bisschen helfen. Aber die Elke, meine Psychologin, wird dir sicher auch noch ein paar gute Tipps geben. Aber ganz, ganz sicher von meiner Seite aus, du musst erst mit deinem Körper ins Reine kommen, bevor du richtig Lust empfindest, mit anderen Menschen, mit Männern auch zusammen zu sein. Mhm. Ja, hat was Logisches. Ja. Ja. Zum Schluss noch die Frage, hast du auch so Bedenken, so moralische Bedenken, dich selbst zu befriedigen? Nee, eigentlich nicht, aber ich sehe ja den Sinn dahinter nicht, wenn es mir eh nichts bringt. Ja. Und im Moment bringt es. Nein, der Sinn soll natürlich sein, irgendwann, dass es dir was bringt. Ja, natürlich. Du siehst das nicht irgendwie so, dass du so einen religiösen Hintergrund hast, dass es eine Sünde ist oder irgendwas Schmutziges oder so. Das nicht? Nee, das nicht. Ja. Dann bin ich schon mal beruhigt. Also, Jasmin, du legst bitte auf und die Elke, meine Psychologin, ruft dich an und dann könnt ihr so von Frau zu Frau vielleicht noch ein paar Einzelheiten dann genauer besprechen. Okay. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Ja, nun sind wir schon beim Thema Sex und eine gute Gelegenheit, euch auf das morgige Thema aufmerksam zu machen. Das Thema morgen heißt, in meinem Leben dreht sich alles um Sex. Ja, und ich möchte gerne mit Leuten reden, die vielleicht aus dem Pornobereich kommen oder die vielleicht die als Prostituierte arbeiten oder vielleicht Leute, die sexsüchtig sind oder vielleicht mit Partnerinnen von Männern, die immer zu wollen oder umgekehrt. Also egal, mit Leuten, die irgendwie nichts anderes als Sex im Kopf haben, entweder als Besessenheit, als Sucht oder vielleicht auch beruflich oder professionell. In meinem Leben dreht sich alles um Sex, das ist unser Thema morgen. Und Näheres zu unseren Themen könnt ihr übrigens nachschlagen unter www.domian.de. www.domian.de. Nathalie, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Nathalie. Schlechte Leitung, ich höre es schon. Ach so, soll ich mal ein bisschen anders mich hinsetzen? Ja, oder geh mal vielleicht ein bisschen ans Fenster, das wirkt ja manchmal Wunder. Oh, jetzt brech mir hier die Beine. Das solltest du nicht. Also, es geht sich um Folgendes. Ich bin seit 2 Jahren mit meiner Frau, also ich lebe in einer festen lesbischen Beziehung seit 2 Jahren. Ja. Es ist schon länger, aber es wird halt immer extremer, dieser Kinderwunsch. Mhm. Und meine Freundin sagt aber definitiv, nein, ich möchte das nicht. Und wir haben uns da lange drüber unterhalten und sie sagte dann halt zu mir, dass wenn ich es wirklich durchziehen würde, dass die Beziehung daran scheitern würde. Sie würde zwar zu mir halten, aber die Beziehung würde daran scheitern und das möchte ich nicht. Was bedeutet denn durchziehen? Wie genau stellst du dir das vor? Ja, also genaue Vorstellungen habe ich nicht, weil ich Angst habe, mich zu erkundigen, aus Angst, dass sie dann sagt, so jetzt wird's ernst, ich gehe. Ja gut, aber du hast ja irgendwas im Kopf. Also es besteht die Möglichkeit zu adoptieren, es besteht die Möglichkeit, dass du dich künstlich befruchten lässt, es besteht die Möglichkeit, dass du mit einem schwulen Freund in die Kiste steigst oder mit einem anderen Freund, wie also überhaupt wäre es denn für Mann, dich? Mit einem Mann schlafen ist eigentlich für mich absolutes Tabu, weil es ist ja vor ein paar Monaten ist es mir passiert, dass ich mit meinem besten Freund halt nochmal ins Bett gegangen bin, irgendwie hey, aus Angst. Ja, weiß ich nicht. Meine Mutter hat halt immer gesagt und überhaupt die ganze Familie, da kam dann halt immer, ja, das kann doch nicht sein und das kommt doch nicht von heute auf morgen. Ja. Und da muss doch irgendwas, halt diese obligatorischen Sprüche der Familie. Wie, und die haben dich so unter Druck gesetzt, dass du, obwohl du in einer Beziehung bist, mit deinem besten Freund in die Kiste gestiegen bist? Ja. Echt? Weiß deine Freundin das? Ja, ich habe das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können. Ja. Hab ihr das erzählt. Und?
Und daraufhin hat sie sich von mir getrennt, was ich auch verstehen kann, was ich durchaus verstehen kann. Wie? Ihr seid also nicht zusammen im Moment? Doch, wir sind wieder zusammen. Ach so. Also nach langem Überlegen, was heißt nach langem Überlegen? Aber Nathalie, das ist aber auch ein bisschen schräg, muss ich dir sagen. Du bist in einer festen Beziehung mit einer Frau, liebst diese Frau. Und nur weil die Familie dir irgendwie den Kopf heiß macht, gehst du mit deinem besten Freund in die Kiste? Verstehe ich ja, nicht. Ja, ich verstehe es selber nicht. Ich verstehe selber nicht, wie das kommen konnte. Keine also Angst. Du hattest überhaupt gar keine sexuelle Lust dabei? Nein. Du hast nur gedacht, ich mache es mal, um zu gucken, ob meine Mutter oder sonst wer vielleicht recht hatte. Ach so. Das ist vielleicht ist schon ein bisschen crazy. Also, hallo Mann. Hallo, ja. Hallo. Also, es hat ja auch gar nichts gebracht. Nein. Du lagst nicht da wie ein Bügelbrett und hast gedacht, hoffentlich ist es bald vorbei. Ja. Um es mal ganz, ganz vulgär und klar auszudrücken. Ja. Gut. Aber das ist ja auch jetzt nicht das Thema. Das Thema ist, dass du einen Kinderwunsch hast. Ja, und meine Freundin, ich habe Angst, dass meine Freundin sich von mir trennt, wenn ich es wirklich tue. So, jetzt aber nochmal die Frage. Wie würdest du dir das denn vorstellen? Wie würdest du denn ein Kind haben wollen? Nur du jetzt mal gefragt. Also ich habe auf jeden Fall gesagt, dass ich es in mir austragen möchte. Ich möchte auf keinen Fall adoptieren oder so. Weil gut, ich möchte, das heißt also keine Adoption. Keinen direkten Geschlechtsverkehr mit einem Mann, aber du würdest gerne den Samen irgendwie von einem Mann bekommen und ihn dir selbst einführen. Ja. Ne? So kann man es. Wenn es nicht anders geht, würdest du tun. Könnte man es ja machen, ja. Jetzt sagt deine Freundin, nein, ich will kein Kind haben. Ja. Definitiv nicht. Ja. Da gibt's auch gar nichts zu diskutieren. Mm-mm. Nee. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist ein Jahr jünger wie ich, die ist 22. 22. Das ist natürlich derselbe Fall, letztendlich wie in einer Hetero-Beziehung, wenn einer sagt nein und der andere sagt ja. Bei so einem gravierenden Thema findet man nicht zueinander, da gibt es ja keinen Kompromiss. Es gibt ja nicht ein bisschen Kind. Hm. Ich habe dann auch... Und man muss, ich finde, dass man beide Seiten hundertprozentig ernst nehmen sollte. Ich nehme deinen Wunsch sehr ernst, wenn du sagst, ich möchte gerne ein Kind haben. Aber ich finde, dass man die andere Seite auch hundertprozentig ernst nehmen soll, wenn jemand sagt, nee, das ist nicht meine Welt, das ist nicht mein Ding, ich will es einfach nicht. Ja, dann kommen dann von ihr halt so Sprüche wie, ja, wer weiß, vielleicht gewöhne ich mich ja in den 9 Monaten dran. Vielleicht gewöhne ich mich dann an den Gedanken, dass ein Kind bei uns ist. Aber das von meiner Ansicht her kann es das nicht sein. Entweder sie will es von vornherein mit. Ach so, sie sagt, dass sie sich vielleicht an das Kind und an die Situation gewöhnt. Das heißt, sie signalisiert schon so ein bisschen eine Eventualität. Ich weiß jetzt nur nicht, ob sie es nur sagt, um mir einen Gefallen zu tun, oder ob sie es sagt, weil es eventuell so sein könnte. Mhm. Ich weiß es nicht. Aber klarer, also sie sagt dieses auch, aber noch klarer ist ihre Aussage eigentlich so spontan, nein, ich will kein Kind. Ja. Gibt es keinen Kompromiss? Es gibt keinen Kompromiss. Die Frage, die sich mir jetzt nur aufdrängt, Nathalie, du bist ja nur erst 23 Jahre alt. Muss es denn nun jetzt schon sein? Ich weiß nicht, also durch meine Schwester, die hat 2 Kinder und ja. viele meiner Freundinnen, die haben auch schon Kinder. Jetzt bist du unter Zugzwang. Nee, nicht direkt. Ich sitze einfach nur da und denke so, boah, ich möchte auch so ein Kind haben, dem du was geben kannst, einen kleinen Menschen, dem du das Leben beibringen kannst. Gut. Meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Gut, aber du hast noch viel mehr Erfahrungen in 10 Jahren zum Beispiel und dann würde das auch alles wunderbar klappen noch. Die Beziehung zwischen dir und deiner Freundin, würdest du sagen, dass das eine sehr tolle Beziehung ist? Teilweise. Mhm. Also wir haben, ich meine gut, das gibt es in jeder Beziehung, ob Heten oder Homo, überall gibt es Streit. Mhm. Gut. Oder Streitigkeiten. Ja, das ist klar. Ich meine jetzt so von der Liebe. Wir sind beide ziemlich sturköpfig. Ja, aber ist das eine Liebe? Würdest du sagen, ist das schon meine große Liebe? Diese Frau ist meine große Liebe. Ich liebe diese Frau abgöttisch. Ich würde für diese Frau alles tun. Dann finde ich, könnte doch ein Kompromiss darin bestehen. Dann machst du den halt. Aber ist doch egal, dass du sagst, okay, wir sind ja auch erst 2 Jahre zusammen. Ich bin erst 23 Jahre alt. Ich lebe einfach noch gut mit der Frau eine Weile. Und mal sehen, vielleicht in einem Jahr oder in 2 Jahren denkt sie ja auch anders. Ja, glaube ich nicht. Sie fängt jetzt dieses oder nächstes Jahr fängt sie eine neue Ausbildung an, eine 3-jährige. Ja, ich sage das auch gar nicht so mit, dass du darauf spekulierst, ob sie vielleicht anders denkt, sondern einfach, dass du dir auch für dich noch ein bisschen mehr Zeit lässt. Das läuft dir ja nicht weg. Mhm.
Also ich würde jetzt, ich sag's mal so, es ist schwierig so von außen zu beurteilen, ich würde jetzt eine wirklich große Liebe und intakte Liebe deshalb nicht opfern wollen. Denn das, die Gefahr besteht ja, dass du sie verlierst. Ja, und das ist das, wo ich Angst vor habe. Ja. Wo ich auch die ganze Zeit Angst vor habe, mich da jetzt weiter drum zu kümmern und mich zu erkundigen und so, dass sie dann sagt, so, pass mal auf, Mäuschen, es wird jetzt ernst, ich nehme meine Sachen und bin weg. Mhm. Warte doch noch ein bisschen. Andererseits sagt sie, ja, ich werde dann Patentante von dem Kind und ich kümmere mich ja mit. Ja, siehst du, vielleicht sind das doch vielleicht sind das ja doch Anzeichen, dass ihr da auch so ein bisschen auftaut und vielleicht in ein paar Jahren auch ganz anders denkt. Aber ich finde auch das andere Argument noch viel wichtiger, du bist noch so verdammt jung. Und dass die Mädels um dich herum alle schon schwanger geworden sind und Kinder haben, sei es drum. Das sollte dich jetzt wirklich nicht so sehr unter Zugzwang stellen, dass du nun auch, es ist ja auch kein Püppchen, es ist kein kleiner Hund, den man da betuttelt. Es ist ja, ein Kind, Verantwortung. Ich habe mich dann mit einer Freundin drum unterhalten. Ja. Die dachte auch zu mir, sagte, Nathalie, du musst ja drüber im Klaren sein, das ist nicht irgendwas. So. Du musst wirklich, das ist ein Volltime-Job. Ja. Du musst 24 Stunden rund um die Uhr bis, das ist ja nicht so, dass du nur bis 18 dich um das Kind kümmern musst. Genau. Das ist ja ein Leben lang. Was machst du denn für einen Beruf? Ich habe bis vor kurzem CNC-Fräserin gemacht. CNC? Ja. Was ist das? Das ist im Metallbau und zwar werden dann so, das ist eine riesengroße Maschine mit Computer daneben und da wird dann halt eingegeben die Winkel und das, was ausgefräst werden muss und dann kommen dann halt so Teile raus wie Aluformen oder irgendwie sowas. CNC-Fräserin. Ja. Das ist ja cool. Ich habe auch noch nie in dieser Sendung mit einer CNC-Fräserin gesprochen. Also du hast einen Job im Moment, oder nicht mehr? Nee, im Moment nicht. Nee. Ich habe da einen dummen Fehler gemacht. Und das heißt, du bist auch arbeitslos im Moment? Ich habe meine Sexualität preisgegeben und das war, glaube ich, mein Fehler. Ach, und dann haben die dich deshalb rausgeschmissen? Ja, nee, nicht. Gemobbt? Bestimmt nur deshalb. Ich habe mit Sicherheit auch andere Fehler gemacht, irgendwie, irgendwo. Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Es wurde auch nicht groß drüber gesprochen. So, nur am Rande, diese schlechte Erfahrung, die du gemacht hast, nachdem du deine Sexualität preisgegeben hast, daraus solltest du nicht lernen, deine Sexualität nicht preiszugeben demnächst. Nee, ja? Das habe ich zu lange getan. Ja. Das habe ich zu lange getan. Ja. Aber, das heißt, du bist arbeitslos im Moment. Ja. Auch deshalb würde ich mal sagen, dieses Thema ein bisschen nach hinten stellen, ne? Hm. Mit dem Kinderwunsch. Ja, es soll ja nicht von heute auf morgen. Nee, ich habe schon verstanden. Nur dieser Gedanke, aber weißt du, Nathalie, wenn du dich jetzt für dich so innerlich so programmieren kannst, dass du sagst, okay, ich warte mal noch ein Jahr, zwei Jahre, dann hast du in der Zeit, die vergeht, auch die Chance, dass du noch mehr Gewissheit findest, ob du es wirklich willst, ob der Wunsch wirklich ganz tief in dir ist oder ob es jetzt nur so ein Nachahmeffekt ist. Also du kannst eigentlich, finde ich, nur gewinnen, wenn du noch ein bisschen wartest. Fahr mal so auf der Schiene, ich find's gut. Gut. Und grüß mir deine Freundin herzlich. Mach ich, wenn sie dann mal wieder vorbeikommt. Ja, im Moment ist doch wieder alles okay, oder wie? Ja, aber die wohnt nicht mehr bei mir. Also nach dem letzten Streit ist sie ausgezogen und wir sehen uns halt nur noch am Wochenende und einmal in der Woche. Ach, ihr seid aber heftig drauf. Ja, es hat auch heftig gekrieselt zwischen uns. Aber wenn du auch solche dummen Sachen machst, wie mit dem Sex da mit den Freunden. Ja, Mann. Ich hab auch gebüßt dafür. Aber da hast du auch was gelernt, ne? Sowas kommt nicht mehr vor. Ja. Nee, mit Sicherheit nicht. Nathalie, alles Liebe und alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. In meinem Leben dreht sich alles nur um Sex. Nicht in meinem Leben, sondern ich möchte gerne mit euch reden, morgen mit euch über dieses Thema reden und gerne mit Leuten, die das von sich sagen. Hier, in meinem Leben dreht sich alles um Sex. Wie auch immer, professionell, irgendwie suchtmäßig oder irgendwie abgedreht. In meinem Leben dreht sich alles um Sex. Thema morgen bei uns hier. Jessica, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Ja. Hallo. Ich grüße dich. Um was geht's? Es geht um Folgendes. Und zwar haben ja vor ein paar Tagen ein Pärchen bei dir angerufen, dass es bei denen in der Wohnung spukt mit Toilettenpapierrollen. Ja. Da hatte ich eine Mail zugeschickt und zwar war bei mir was Ähnliches. Mhm. Ich würde fast sagen, noch ein bisschen heftiger. Und zwar in dem Haus von meinen Eltern, wo wir wohnen, ist es so, dass ich eine ganze Zeit lang immer Geräusche gehört habe, wenn die nicht da waren oder
dachte dann, die wären nach Hause gekommen, hab gerufen. Wenn du allein im Haus warst, hast genau. du die gehört? Mhm. Genau. Wo hast du die Geräusche gehört? Im Speicher, im Keller? Oder? Nee, unten im Esszimmer. Also ich war oben im Badezimmer ja. und meinte dann, ich hätte einen Schlüssel gehört, die Tür, hätte Stühle rücken hören. Ja. Hab dann, bei uns ist das so, wenn ich auf die Schlafzimmertür von meinen Eltern sehe, wenn die zu ist, kann ich sehen durch das Licht im Flur, ob jemand daherläuft. Und ich habe immer Schatten gesehen. Und ich dachte jetzt, gut, meine Eltern sind da, bin runtergegangen, aber es war niemand da. Ja. Und das ist aber noch harmlos. Also es ging dann so weit, es sind Lichter angegangen, die haben wir ausgemacht. Meine Mutter hat es auch mitgekriegt. Wie Lichter im Wohnzimmer oder Esszimmer? Oder? Ja, im Esszimmer. Im also Flur. Ganz normale Lampen? Genau. Und wir haben die wieder ausgemacht und ein paar Minuten später ging es wieder an. Also es ging die ganze Nacht dann so. Also Moment, da waren deine Eltern dann da? Da war meine Mutter da, genau. Das heißt, die Mutter hat das auch mitbekommen? Genau. Nicht nur du alleine? Nein, nicht nur ich. Meine Schwester auch, die war zu Besuch. Und zwar hat sie dann auf dem ausgebauten Dachboden geschlafen. Und ist nachts untergekommen, weil sie meint, sie hätte oben wie gehört, als wären Kugeln über den Boden gerollt. Gott im Himmel, wo wohnt ihr da? Das weiß ich auch nicht. Also ja, die Lichter gehen, das ist schon krass, ne? Das ist schon so wie in der Klorolle. Ja, was genau. mich ja sehr beeindruckt hat, dass die Klorolle sich alleine abrollt. Ja, das dachte ich mir auch. Ja, aber das Licht an- und ausgehen würde mich auch schon beeindrucken. Ja, das kommt noch besser. Also, erzähl. Es ging dann so weit, also ich habe das immer öfter gehört, natürlich kriegt man dann auch Angst. Na klar. Und es ging so weit, ich lag nachts im Bett und habe geschlafen. Und schlaf sowieso teilweise sehr unruhig und bin wach geworden, weil ich gemerkt habe, dass jemand ins Zimmer gekommen ist. In dein Zimmer? In mein Zimmer, genau. Und ich habe auch die Tür gehört und dann habe ich die Augen aufgemacht. Ich lag so am Bettrand, so ein bisschen seitlich und hatte die Beine so angewinkelt und dann stand irgendetwas Helles vor mir. Am Bett? Ja, also ich habe es erst auf mich zukommen sehen, dann habe ich die Augen nochmal zugemacht, habe die aufgemacht und dann stand irgendwas vor mir am Bett. Aber du konntest nur irgendwie Konturen sehen? Genau, also wie so eine helle Gestalt halt. Hat die helle Gestalt was gesagt? Nee, gar nichts. Also ich konnte mich auch gar nicht bewegen. Ich konnte nicht rufen, nicht das Licht anmachen, gar nichts. Vor Angst? Ich hatte nur tierische Angst, genau. Verständlicherweise. Ja. Aber du hast dieses helle Ding angeguckt? Genau. Und dann habe ich die Augen wieder zugemacht, weil ich dachte, es soll bloß weggehen. Ja. Und hat die im Moment zugelassen. Ich dachte erst, vielleicht ist es ein Einbrecher. Und dann habe ich gemerkt, da hat sich diese Gestalt, ich hatte die Beine angewinkelt, da war noch ein Stück Platz auf dem Bett. Hat sich da hingesetzt, das habe ich gemerkt, ich bin wirklich dem entgegengerutscht. Also die Matratze ist richtig runtergegangen. Ich träume heute Nacht schlecht, wenn du jetzt noch weitererzählst. Tut mir leid. Die Gestalt hat sich auf dein Bett gesetzt. Ja. Du hast es gespürt auf der Matratze, dass die sackte nach unten. Genau. Geister haben auch ein Gewicht. Ja, scheinbar. Also ich weiß es nicht, weil ich dachte erst, und dann? Gut, das ist vielleicht meine Mutter, die mich verarschen will. Das fand ich nur nicht lustig. Und daraufhin, da hatte ich natürlich Angst. Und dann kurze Zeit später hat mir, ich sag jetzt mal, diese Gestalt 2-3 Mal ganz beruhigend, aber über den Rücken gestreichelt. Jessica. Und war dann wieder weg. Mach mich nicht jeck hier. Ja, ist wirklich so. Soll ich das jetzt glauben? Das ist wirklich so. Oder das war vielleicht eine vielleicht hast du geträumt. Nein, das dachte ich auch, weil ich habe noch nie geträumt, dass ich irgendwem entgegenrutsche. Und es war so, dass ich am nächsten Tag halt, ich habe mich danach gar nicht mehr getraut aufzustehen. Ich habe das am nächsten Tag, habe ich zu meiner Mama gesagt, ob sie heute Nacht bei mir im Zimmer war. Da sagte sie, nee, sie dachte, ich wäre draußen aus meinem Zimmer gewesen, weil sie was Helles die Dachbodentreppe hat hochgehen sehen. Und hat meinen Vater dann hochgeschickt, dass er guckt, ob jemand auf dem Dachboden ist. Er hat aber nichts gesehen. Also sie hat auch was gesehen und was gehört. Sag mal, nachdem diese Gestalt dir über den Rücken gegangen ist, beruhigend über den Rücken, war sie weg, ne? Da war sie weg. Und dann bist du nach diesem fulminanten Erlebnis ganz normal eingeschlafen? Nee, erst eine Zeit später. Also ich habe mich nicht getraut, mich zu bewegen. Aber bist dann nicht schreiend durchs Haus gelaufen? Nee, ich konnte nicht. Also ich war wie versteinert. Das war total komisch. Wobei ich das verstehen kann, dass wenn man wirklich so Angst hat oder so geschockt ist, dass man sich dann gar nicht bewegen kann, dass man nichts machen kann. Genau. Und das war halt, das war so das Kuriose, weil ich erst dachte, na gut, vielleicht ist es meine Mama und sie sagte das dann auch, aber... Du wohnst immer noch in diesem Haus? Ja. Ja. Wohnt ihr alle in diesem Haus schon lange? Ja, also das war früher, war nur Feld da und meine Eltern haben das Haus bauen lassen. Und diese Erscheinungen oder diese Phänomene treten erst seit kurzem auf? Nein, das ist schon seit Jahren. Nur es war jetzt vor
ja gut, anderthalb Jahren, dass diese Gestalt, sag ich mal, in meinem Zimmer war. Mhm. Also diese Schatten habe ich vorher schon gesehen. Und das letzte Erlebnis, was so gravierend war, das war, also ich habe danach gebettelt und gefleht, dass ich einen Hund kriege, weil da hatte ich wirklich Angst. Mhm. Und das letzte war so ungefähr von einem halben Jahr, nach noch nicht mal so im Dezember ungefähr, doch, da saß ich im Wohnzimmer unten und bei uns geht eine Treppe hoch ins Esszimmer und eine in den Keller. Mhm. So, mein Hund stand an der Kellertreppe und hat geknurrt wie bescheuert und kam dann urplötzlich zu mir gerannt mit eingezogenem Schwanz, hat gewinselt und hat sich so zwischen meinen Beinen versteckt und dann ist wie so ein eiskalter Wind an mir vorbei. Also, das ist ja wirklich wie im Gruselschocker. Ja. Hast du übrigens auch Wellensittich oder sowas? Ja, habe ich auch. Ich höre immer so seltsame Zwitschereien. Aber das ist jetzt keine Erscheinung, das ist ein ganz normaler Wellensittich. Das ist ja genau der Wellensittich nur. Und das war halt. Wie haltet ihr das denn, wenn es denn so stimmt? Ich weiß nicht. Du erzählst es ja glaubhaft. Ja, es ist auch so. Wie haltet ihr das denn in diesem Haus aus? Ja, gute Frage. Ja. Also ich meine, mein Papa glaubt uns das überhaupt nicht. Mein Schwager hat uns das eine Zeit lang auch nicht geglaubt, bis er auch was gesehen hat. Es war auch so Weihnachten rum, da ist er auch hochgegangen und hat dann im Augenwinkel auch eine Gestalt gesehen. Seitdem macht er sich auch nicht mehr darüber lustig. Und ich habe danach ein parapsychologisches Institut angerufen, weil ich dachte, gut, muss jemand kommen, weiß man, ob es gut oder böse ist. Wo hast du das angerufen? Das muss man überlegen, das war so eine Hotline, das hatte ich aus dem Internet. Ach so. Das war ein Institut. Ja. Und der sagte mir, das wäre ein ganz normaler Poltergeist-Spuk. Aha. Allerdings ein harmloser. Ich sollte mir erst Gedanken machen, wenn Sachen durch die Gegend fliegen. Na, der ist ja drauf. Das fand ich auch sehr beruhigend. Und hat er irgendeine Ratschlag gegeben, was du tun sollst? Ja, er sagte zu mir, ja, wenn das nächste Mal so eine Gestalt dann ins Zimmer kommt, dann soll ich sagen, dass sie verschwinden soll. Ach so. Da habe ich gesagt, dass er sehr lustig sei, weil das kann ich nicht. Und das war hinterher so, er sagte, es geht immer von einer Fokusperson aus, ja, wie das halt jetzt auch bei dem Pärchen war. Das, denke ich mal, war es die junge Frau. Das war die halt. Frau, genau. Genau. Wer ist es bei euch? Die Fokusperson, das bin ich. Ach so. Er sagte, dass ein Poltergeist kann erscheinen durch irgendwelche Ängste oder Wünsche oder irgendwas. Das kann zum Beispiel ein Zeichen sein, dass man nicht alleine sein will oder halt irgendwas vom Unterbewusstsein. Es muss ja auch gar nichts im Sinne von, also wie man sich Geister so vorstellt, dass das so eigenständige Wesen sind. Genau. Es kann ja auch sein, dass das einfach eine große Energie ist, die von dir ausgeht, die letztendlich nur mit dir zu tun hat. Ja. Und dass diese Energie diese ganzen Sachen bewirkt. Ja. Das halte ich für möglich. Es gibt so viele Sachen noch im geistig und parageistigen Bereich, die noch überhaupt gar nicht erforscht sind. Ja, genau. Also ich hatte erst überlegt, es ist irgendwie so 2-3 Monate vorher ist die Mutter von einem Freund von mir gestorben. Ja. Mit der hatte ich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Da ging es mir natürlich auch nicht so gut. Mhm. Hatte ich erst den Gedanken, ob sie das vielleicht war. Und dieses beruhigende Streicheln, so nach dem Motto, dass es ihr gut geht. Aber dieses setzt natürlich wieder einen Glauben voraus an ein Leben nach dem Tod, genau, an eine Geisterwelt. Das muss ja alles gar nicht sein. Ja, genau. Es kann ja wirklich, es können starke Energieströme in dir sein. Ja. Also der Parapsychologe sagte auch, es gab mal einen Fall in Rosenheim, der wäre wohl sehr bekannt gewesen. Da hat es einen 3 Zentner schweren Schrank von der Wand weggedrückt, automatisch. Mm. Also er meint, das wäre noch harmlos bei uns. Dennoch, das sind also vielleicht ganz kluge Überlegungen und Erklärungsmuster. Macht es dir nicht dennoch Angst? Doch, ich muss sagen, ich bin durch den Hund sehr viel ruhiger geworden. Ja. Und es ist jetzt halt so, wenn ich irgendwas was höre oder sehe, dann sage ich auch im Unterbewusstsein, so energisch verschwindet. Mhm. Also ich meine, ich weiß nicht, vielleicht ist es Einbildung, dass es dadurch besser wird. Aber hat das in deinem Fall, so wie bei dem Pärchen das angerufen hat, mit dir immer zu tun, egal wo du dich aufhältst? Oder hat es nur mit dem Haus zu tun? Nee, das ist nur bei uns zu Hause. Ah ja, das ist ja auch wieder interessant, ne? Ja. Das heißt, wenn du in Urlaub fährst oder irgendwo anders bist bei Freunden, ist das nicht so? Da ist es nicht. Mhm. Das ist ganz ruhig. Mhm. Also ich meine, es haben auch, mein Freund sagte zum Beispiel zu mir, du spinnst total. Und ich sage, ja, ich sage, tut mir leid, ich kann ja nicht sagen, komm mal eben, wenn du da bist. Aber ja, genau, die Freunde oder der Freund. Ja. Halten die einen da nicht für bekloppt, wenn man sowas erzählt? Irgendwo schon, aber wenn er dann, also ich habe ihm gesagt, er soll meine Mutter fragen und soll meinen Schwager fragen und die haben es ihm ja bestätigt. Und das hat ihn ein bisschen überzeugt. Genau. Ich weiß nämlich, wenn wir hier in der Redaktion über dieses Thema sprechen, da gibt es zwei Lager.
das eine Lager sagt, das ist völlig bescheuert, die Leute denken sich das aus, das ist Humbug. Ja. Und das ist das andere Lager, ich gehöre zu dem Lager, die sagen, vielleicht, vielleicht. Es gibt viel Scharlatanerie und viel Einbildung und so, aber ich würde das auch nicht alles so vom Tisch wischen und sagen, ihr habt eine Schramme in der Birne. Ne? Ja, ich dachte auch, vielleicht war es Einbildung, aber dann hätten es ja nicht die anderen auch gesehen und gehört. Also wenn deine Mutter das auch gesehen hat mit dem Licht, was immer zu anderen ausgeht, ist schon sehr gruselig. Also in der Tat. Ja, vor allem das Komische war, ich hatte irgendwie so zwei Jahre vorher oder ein Jahr vorher hatte ich schon mal, da waren meine Eltern im Urlaub, die waren an der Ostsee und ich war alleine und bin die Treppe hochgegangen zu meinem Zimmer und habe nur einmal kurz zur Dachbodentreppe geguckt und meine, ich hätte auch eine weiße Gestalt gesehen und da dachte ich aber, ich spinne, habe mir das eingebildet vor Angst. Ja. Nur das wird einem dann hinterher erstmal so bewusst. Hast du nicht, nachdem das alles so passiert ist, eine ganz große Angst, alleine irgendwo beispielsweise in einem großen Haus zu sein? Es geht. Weil ich mir gedacht habe, gut, wenn es jetzt irgendwas Böses gewesen wäre, glaube ich, wäre das Ganze anders verlaufen. Das stimmt, das hätte dich auch nicht gestreichelt auf dem Rücken. Genau, und das war halt wirklich beruhigend, es hat nichts gemacht, nichts gesagt, gar nichts. Es saß halt nur da, hat mir so zwei, drei Mal so nach dem Motto, ist okay, über den Rücken gestreichelt und dann und du lagst angstversteinert an deinem Bett. Genau, also ich dachte, ich sterbe am Herzinfarkt. Jessica, ich finde das sehr spannend. Ich bitte dich sehr, uns auf dem Laufenden zu halten. Das mache ich. Falls irgendwas Neues passiert oder es dir wirklich gelingt, durch deine geistige Kraft und durch deinen Befehl das wegzukriegen, ruf uns bitte wieder an. Oder mail uns, das ist halt, da kommt man am besten durch. Okay, das mache ich. Ich wünsche alles Gute. Alles klar, dir auch. Tschüss. Danke. Tschüss. Jan. Hi, hier ist er, 24. Ja, hallo. Hallo Jan. Hallo Domian. Ja, und was geht's bei dir? Ja, bei mir ist das so, ich bin chatabhängig, also internetabhängig. Ja. Ich hänge jetzt, also ich bin jetzt seit 3 Jahren wohne ich alleine. Computer rausschmeißen? Ja, auf gar keinen Fall. Ohne mein Computer geht gar nichts. Ach klar, früher gab es auch keine Computer. Nee, klar. Also ich kenne nur noch Leute aus dem Internet. Ja. Hab jetzt vor knapp einem Monat meinen Job verloren. Ja, erzähl mal so von Anfang an. Also, also ich bin ungefähr 2000 bin ich zu Hause ausgezogen in eine Zwei-Zimmer-Wohnung alleine. Ja. Hab eine Ausbildung gemacht in einer Marketingagentur. Ja. Und seitdem wohne ich halt alleine. Und jetzt habe ich halt Internet gehabt, Flatrate, ganz normal halt. Ja, hast du auch deinen Job noch im Moment? Nee, im Moment nicht. Ich habe den knapp vor einem Monat jetzt verloren. Halt so. Das Internet. Ja. Mhm. Also ich habe so ein paar Leute im Chat kennengelernt und die sind auch so wie ich. Wir sind 14, 15 Stunden im Internet. 14, 15 Stunden im Internet? Ja, der eine heißt Michel Ritter. Ja, wie schön für ihn. Ich kenne ihn nicht. Also das sind ganz viele Leute halt so, die man kennenlernt, die wirklich genauso sind wie ich. So, und das sind solche Räume, in denen man sich trifft und einfach miteinander quatscht. Ja. Über alles. Über alles. Also wir unterhalten uns wirklich nur über so, über private Dinge. Also ich habe inzwischen gar kein Privatleben mehr. Aber das ist ja eine immense Anzahl von Stunden, die du dann vor dem PC verbringst. Das stimmt schon. Aber das ist irgendwie, also bei mir ist das ja so, ich war in einer Marketingagentur, habe Marketingpläne entwickelt für Firmen. Für Bösche kennen Sie vielleicht? Nee, du kannst mich auch duzen, weil ich dich auch duze. Okay. Okay. Und da habe ich gearbeitet, habe Marketingpläne für die entwickelt, für die Werbung. Und da hat man halt viel Umgang mit Menschen. Und bei mir ist es jetzt so, ich bin wirklich jetzt seit 3 Jahren wohne ich alleine und das wird immer mehr mit dem Internet. Bin jetzt 14, 15 Stunden im Internet und jetzt habe ich den Job nicht mehr auf die Reihe gekriegt, weil ich wirklich total müde auf den Job komme. Oder gekommen bin inzwischen. Und einfach, dass ich nicht mehr hingekommen. Weil du die ganze Nacht gechattet hast. Genau. Das heißt, der Job ist weg? Der Job ist weg. Vermutlich sind aber auch deine realen Freunde weg, ne? Ja, ich habe gar keine realen Freunde mehr. Du hast nur noch diese Cyberfreunde. Genau. Mit denen man sich auch nicht irgendwann dann mal real trifft. Nee, real nicht. Halt nur übers Internet, übers Telefon. Olli zum Beispiel und Tommy. Also wir chatten wirklich jeden Tag auch so, weiß nicht, 8, 9 Stunden. Ja. Einfach nur so über irgendwelchen Scheiß. Aber chatten ist doch nur anstrengend. Da muss man vor der Tastatur sitzen und schreiben. Und wenn man lange Sachen sagen will, dann dauert das ewig. Das dauert nicht ewig. Das ist schneller als persönlich reden. Also ich kann inzwischen, ich gehe vielleicht, wenn es hochkommt, in der Woche vielleicht 1 Stunde aus dem Haus. Ja gut, aber du kannst ja nun schneller kommunizieren am Telefon als per Tastatur. Ja, aber das am Telefon ist auch schon ziemlich. Also ich bin inzwischen völlig abgestumpft. So, wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe und so. Also da komme ich gar nicht mehr so klar mit den Leuten. Kann ich mir vorstellen, wenn du so zurückgezogen lebst. Aber du telefonierst ja dennoch ab und zu mit den Leuten schon, hast du gerade gesagt, ne? Ja, also nur wenn einer gerade halt, wenn das Modem durchgebrannt ist oder so. Was gibt es denn so viel überhaupt zu erzählen?
Ja, einfach über normale, also man chattet halt, man... Also Laberei ist das dann? Wie bitte? Es ist irgendwie Laberei. Man kann ja nicht so endlos lang über irgendwelche Themen einfach nur quatschen. Ja, man redet ja nicht unbedingt nur mit den Leuten. Miss Zadi zum Beispiel ist das so, wir reden nur über Frauen. Also ich habe jetzt seit 5 Jahren keine Freundin mehr gehabt. Ja. Und ja, wir reden einfach nur über Sex. Was man so haben könnte, wenn man eine Freundin hätte. Ach so, das heißt, das Hauptthema ist Sex? Ja. Ja, habe ich am Anfang nicht so verstanden. Ich dachte, ihr würdet über Gott in die Welt reden. Nicht unbedingt, das kommt halt drauf an. Man lernt auch manche Frauen kennen. Ja. Aber wenn man die dann also halt mit denen redet oder Fotos von denen zugeschickt bekommt, sind die meistens fett und so. Mhm. Und das ist natürlich nicht so toll. So, und von was lebst du? Wovon ich lebe? Im Moment vom Arbeitslosengeld. Ja. Also ich bin jetzt seit 21.04. arbeitslos. Ja. Und ja, und lebe halt wirklich vom Arbeitslosengeld im Moment. Ja. Bei mir ist es auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die kostet knapp 400 Euro Miete. Ja. Und ich kriege knapp 900 Euro Arbeitslosengeld. Und da ich wirklich nur vom Pizzaservice lebe. Hast du denn das ist ja nicht von heute auf morgen gekommen, wie du es gerade beschrieben hast, weil das ist einfach immer schlimmer. Das ist eine Entwicklung. Hast du denn versucht, mal gegen diese Entwicklung etwas anzugehen, indem du dir meinetwegen auferlegt hast, also heute nur 3 Stunden oder 4 Stunden? Nee, das habe ich nicht versucht. Warum das, nicht? Es war auch damals nicht so schlimm. Man merkt einfach persönlich gar nicht. Ja gut, aber irgendwann wurde es ja immer schlimmer. Und der Gipfel ist ja jetzt erreicht, indem du deinen Job verloren hast, deshalb. Und der schlimmste Gipfel ist erreicht, finde ich, dadurch, dass du Freunde hast, gar keine Menschen um dich herum. Ja, ich habe ja Menschen um mich rum halt im Cyberspace. Aber das, ja gut, das kannst du ja vergessen. Ja, aber ich kann auch gar nicht mehr, wenn ich jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehe, ungefähr alle 2-3 Wochen einmal in den Supermarkt. Mhm. Und wenn ich da persönlich Leute treffe, das ist total krass. Also ich kann gar nicht mehr mit denen so richtig kommunizieren, weil ich einfach keine Basis mehr zu den Menschen habe. Wobei dieses Kommunizieren gerade hier relativ gut funktioniert, ne? Ja, das ist ja auch am Telefon. Am Telefon ist man es ja ungefähr gewöhnt. Man hat jetzt hier Fladdy, Olli und Tommy so am Telefon. Ja. Und mit denen telefonieren wir ungefähr alle 4-5 Tage. Packst aber gerne immer so die Namen noch rein, ne, von den Leuten. Willst du die grüßen dadurch oder warum machst du das? Nö, die wissen das ja gar nicht. Die schlafen bestimmt schon. Aber Tommy chatte ich gerade noch. Ich glaube nicht, dass sie schlafen. Das die werden nur Chatnamen. Das sind keine persönlichen, das sind nur Chatnamen. Ja. Also Jan, ich habe das gerade so flapsig in der ersten Minute unseres Gesprächs gesagt. Computer abschaffen. Ja, das sage ich jetzt. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel mal mein Internet, manchmal ist es halt, dass man mal ein paar Tage kein Internet hat. Hm? Also dann drehe ich durch. Ach, das hältst du schon aus. Doch. Ich wollte jetzt nur ausführen, das sage ich jetzt gar nicht mal flapsig, sondern ich sage es wirklich ganz in großem Ernst. Wenn das solche Ausmaße bei dir erreicht hat, wie du es gerade beschrieben hast, und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es sowas gibt. Das Problem ist ja, manche Leute sehen es gar nicht an. Wenn man sagt, du, ich sitze halt 14 Stunden am Tag vor dem Rechner, ja, dann die sagen, ach da komm, das ist doch ganz normal. Gut, musst du mich nicht überzeugen, habe ich schon verstanden, dass das ein großes Problem ist. Und wie du auch dein restliches Leben beschrieben hast. Da gibt es nur eine Radikallösung, raus mit dem Ding. Abschaffen, abschalten. Ja, das ist für mich wie so ein Freund. Ja gut, ich weiß. Das sind aber alles Scheinwelten, in denen du da lebst. Und wenn es auch so radikal klingt, aber das ist die einzige Chance, dass du wieder auf eine normale Ebene kommst. Dass du wieder einen Job findest, dass du wieder Leute, geh raus, geh in Kneipen, geh in Diskotheken, quatsch mit Menschen, geh in einen Verein, lerne reale Leute kennen. Nee, kein Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie ich mit den normalen Leuten reden kann, das ist das ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einkaufen gehe und da sehe ich irgendwelche Leute, die sind zwar real, aber mir fällt einfach nichts ein, was ich den Leuten erzählen könnte. Da musst du es wieder lernen, Jan. Ja, aber im Internet ist es einfach so, man redet einfach mit denen. Aber es ist der falsche Weg. Ja, okay. Du brauchst mich gar nicht weiter versuchen zu überzeugen. Das ist der falsche Weg. Ja, das ist der falsche Weg. Du bist ja gescheitert. Du bist ja völlig vollkommen gescheitert. Du bist, du bist vollkommen einsam. Du hast einfach schaffst den Computer ab. Und wenn man einfach so da drin ist, dann ist es sehr beschwert. Ja. Ich weiß es. Aber wie willst du es denn anders machen? Ja, ich weiß es nicht. Deswegen rufe ich dich auch an. Ja, ich sag's dir. Das ist der Weg. Einfach kommst du aus so einer, das ist eine Sucht. Einfach kommst du aus der Sucht nicht raus. Ja, aber ich meine ja... Nee, keine Arbeit. Einen Job finden. Also ich weiß nicht, ich weiß beim Arbeitsamt und die sagen, ja, strengen sich mal ein bisschen an, bewerben sich mal hier und da. Ich sage auch zu dir, streng dich mal ein bisschen an. Also einfach Computer rausschmeißen, das meinst du, das ist... Das ist wirklich die Radikallösung. Ja, klar. Und du wirst erstmal am Stock gehen, auf dem Zahnfleisch gehen. Wenn du so sehr drauf bist, wird das die ersten Wochen oder vielleicht auch Monate heftig werden. Aber nur ich allerdings auch. Ja, aber nur so geht das. Ja, du meinst, das ist einfach der einzige Weg, den ich einschlagen kann. Ja. Aber du wirst, wie stellst du dir dein Leben vor? Willst du jetzt die nächsten 20 Jahre vor dem Computer sitzen oder was?
Ja, ich habe irgendwie noch gar nicht so die Gedanken, also Gedanken darüber gemacht, wie ich da nun von loskommen kann vom Rechner. Ja. Weil man ist so eingespannt. Man geht morgens, steht morgens auf, geht ins Internet, ja. Da ist irgendjemand, den man kennt. Ja, ja, klar. Chattet mit dem eine Stunde, dann kommt der nächste und immer so weiter. Aber die Frage ist ja, Jan, soll das so weitergehen? Du bist 24 Jahre alt, soll das die nächsten 10 Jahre, bleiben wir mal nur mal bei so einer kleinen Zahl, soll das so bleiben? Nee, natürlich. Willst du mal nicht eine Frau haben, eine Freundin? Willst du nicht mal Sex mal wieder richtig leben? Ja, mit dem Sex, das weiß ich nicht, sehe ich nicht so eng. Man kann auch Cybersex haben. Gut, ist das befriedigend, wenn du dich da gegenseitig heiß machst über Chatten? Nee. Ja, ist auch schon ganz geil. Ja, aber es ist geiler mit einer Frau. Natürlich ist das geil mit einer richtigen, realen Frau. Gut. Und du willst auch mal einen Freundeskreis haben, du wirst vielleicht auch mal in Urlaub fahren, du wirst wieder einen Job haben. Also, wir müssen das ja gar nicht ausdiskutieren weiter, ausmalen. Das ist doch völlig klar, dass das eine Sackgasse ist, in der du da hängst. Ja, leider. Mhm. Ja, also, du sagst einfach, schmeiß den Computer raus. Das ist aber, weiß nicht, rauchst du? Nee. Also. Na gut, ich weiß nicht, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ja. Es ist wie mit jeder Sucht. Es ist immer hart am Anfang. Und die meisten Leute, die sich von einer Sucht befreien, gehen immer durch Höllen. Und es gibt noch schlimmere Süchte. Und die Leute haben es geschafft. Und dann schaffst du das mit dem Computer auch. Ja. Eine Frage, es ist alles eine Frage der Disziplin und des eigenen Wollens. Du musst es nur für dich entscheiden, dass du es auch möchtest. Dann schaffst du es auch. Ja, das ist aber irgendwie so, das ist auch so wie mit dem Rauchen, so eine Gewohnheitssache. Man steht morgens auf, geht erstmal ins Internet. Ja, du musst es mir nicht immer wieder erklären. Ich weiß es. Aber ich sage nochmal, es geht nur so. Also, du meinst wirklich Computer einfach in den Keller stellen und sagen, leck mich? Ja, und ist gut. Ja, so sehe ich es. Und ich, möglichst gar nicht in den Keller, sondern weit weg, dass du gar nicht rankommst. Mehr. Weit weg. Also, mit die Mülltonne. Am besten, ja, oder verkauf ihn. Verkauf ihn, dafür kriege ich nichts mehr. Alles Gute, Jan. Mach's mal so. Versuch es bitte. Ich danke dir erstmal, Domian. Tschüss. Ich versuch's mal. Tschüss. Chiara. Stimmt das? Ist das richtig gesprochen? Chiara, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Chiara, um was geht's denn? Es geht um mich, mein ungeborenes Kind, mein Ex-Freund. Ja, also das Kind ist ein Wunschkind. Ich bin 5 Monate. Mhm. Und vor 2 Wochen hat mein Ex-Freund mich dann mit dem Kind sitzen gelassen. Aber es war ein Wunschkind. Es war ein Wunschkind. Oder ist ein Wunschkind? Ja. Wie lange seid ihr zusammen gewesen? Wir waren 7 Jahre zusammen. 7 Jahre? Du bist 21? Ja, ich habe ihn kennengelernt, da war ich noch 13. Das war was. So lange? Ja. Ist er auch in deinem Alter? Nee, er ist 25. Mhm. Warum hat er dich verlassen? Ja, angeblich, weil er so Vermutung hat, dass das Kind ja vielleicht gar nicht von ihm ist. Dann wieder, weil er mich liebt, das Kind aber nicht will. Und also wir haben ziemlich lange versucht, ein Kind zu bekommen. Es war wirklich schon gut überlegt. Ich hatte auch schon eine Eileiter-Schwangerschaft. Die musste ich leider abbrechen, die Schwangerschaft. Aber du sagst, also wenn ihr so lange das versucht habt, dann will er das doch eigentlich auch richtig. Das habe ich auch immer gedacht. Aber offensichtlich will er es nicht richtig. Ja, und es sind jetzt 2 Wochen und ich habe ihn dazwischen auch schon gesehen. Ich habe ihn zur Rede gestellt und über dieses Thema, er redet mit mir nicht. Er guckt mich an, er ist kalt und abweisend und es ist eine Seite an ihm, die ich in den ganzen 7 Jahren nicht kennengelernt habe. Gerüchte, das Kind wäre nicht von ihm, entbehren die jeglicher Grundlage? Nein. Also da ist nichts dran? Nein. Definitiv nicht. Du hast keine anderen Affären und keinen anderen... Ich hatte keine anderen Affären. Es ist der erste Mal in meinem ganzen Leben. Hundertprozentig? Ja. Du schwörst bei deinem Leben? Ich schwöre bei meinem Leben. Gut. So, aber so hat er es begründet, weswegen er es Schluss gemacht hat. Nein, es war ja nicht, dass er angekommen ist, ich mache Schluss, weil da ein anderer war, sondern es kamen so mehrere verschiedene. So das erste Mal, er liebt mich, aber er will das Kind nicht. Das nächste Mal kam dann, vielleicht wäre das Kind gar nicht von ihm. Mhm. Irgendwann kam er auch an, es wird zwischen uns ja schon länger nicht mehr gelaufen. Was? Habe ich nicht verstanden. Ich habe das letzte nicht verstanden, was du gesagt hast. Ja, das ist zwischen uns länger, schon länger nicht, schon mehr, länger nicht mehr gelaufen. Gelaufen wäre. Mhm, ja. Und da, ich hab ihn wirklich nur angeguckt, weil es stimmt wirklich nicht. Ich habe auch Leute gefragt, die rundherum stehen, die das vielleicht mitgekriegt hätten. Und seinen besten Freund und alle waren so dran, es hätte wirklich keiner was gemerkt. Aber Moment, das muss man ernst nehmen. Wenn er sagt, er hat den Eindruck, dass es in der letzten Zeit schon länger nicht mehr so gelaufen ist, dann hat er das ja so empfunden. Und das hat ja Gewicht, wenn er das so empfindet. Und was die anderen Leute rundherum mitbekommen haben, hat überhaupt gar keine Bedeutung.
Aber 2 Tage später kam wieder die Begründung, er liebt mich, aber er will das Kind nicht. Kann es sein, dass der junge Mann einfach Muffensausen kriegt, dass da jetzt ein Kind entsteht und dass er damit jetzt sehr lange gebunden sein wird und er vielleicht doch schon irgendwelche Bedenken hatte, dass ihr seid ja nur so eine Jugendliebe. Hat er auch noch keine Freundin vor dir gehabt? Doch, mehrere. Gut, aber ich meine, er war ja auch noch relativ jung, als ihr euch dann... Er war ja 18. 18, na gut, ja. ja, aber dass er vielleicht einfach Angst hat jetzt vor der Verantwortung, Angst davor, dass ihr jetzt noch länger dann auch zusammen sein werdet. Vielleicht kombiniert damit, dass er ein bisschen unzufrieden ist mit eurer Beziehung. Vielleicht will er gar nicht so richtig. Und durch das Kind fühlt er sich jetzt gezwungen, bei dir zu bleiben und gute Miene zum Spiel zu machen, was er gar nicht so will. Kann das sein? Ja, aber ich meine, dass beide vielleicht in dem letzten... Wir versuchen wirklich seit knapp über einem Jahr ein Kind zu bekommen. Und ich war ja auch schon einmal schwanger, von einem Dreivierteljahr. Und er hat sich wahnsinnig gefreut und da war noch alles in Ordnung. Und Ja, es ist nicht stimmig, du hast recht. Aber es ist eben nicht stimmig und das hat seine Gründe und da müssen wir drüber nachdenken. Er will nicht, aber warum will er nicht? Ja, das sagt er mir ja nicht. Ja, lass uns... Und er soll es mir einfach so vom Kopf sagen, wenn er mich nicht liebt, ich kann damit leben, ich kann damit garantiert leben. Und aber es muss irgend sowas aus der Ecke sein, vermute ich. Vielleicht traut er es sich nicht, dir zu sagen, vielleicht weiß er es sogar selbst gar nicht richtig, sondern hat nur so ein ungutes Gefühl, ist vielleicht irgendwie unzufrieden mit eurer Beziehung gewesen und es hat er dir auch nicht gesagt. Liebende sprechen oft ganz viele Dinge nicht aus und erst nach langer Zeit tritt es zutage. Und jetzt sieht er, da wächst ein Kind und jetzt kriegt er Panik und sagt, nee, ich will nicht. Ich will damit nichts zu tun haben, ich will es meine Freiheit haben. Ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Ich habe, ja, okay, reden. Mit normalerweise redet er relativ viel, nur irgendwie über sowas überhaupt nicht. Und weißt du, das ist der Punkt, Chiara. Wenn es denn nun so wäre, dass er dich eben nicht mehr so liebt, wie er es vielleicht am Anfang getan hat, ist das für dich sehr schmerzlich. Aber es wäre sehr gut, wenn du es erfahren würdest, ne? Damit du genau weißt, woran du bist, weil das, was er bisher gesagt hat, ist ja wischiwaschi. Mal so, mal so. Wie ist denn euer... Wenn ihr euch so... Wie oft habt ihr überhaupt Kontakt im Moment noch miteinander? Ja, ich habe bis vor ein paar Tagen noch bei ihm gewohnt. Wir haben zusammen gewohnt. Ich bin jetzt zu meiner Freundin gezogen. Und ich sehe ihn eigentlich doch irgendwie auf irgendeine Art und Weise jeden Tag. Wir arbeiten relativ nah beieinander. Ja. Ich bin Physiotherapeutin und das macht mich fertig, dass ich genau weiß, dass er ungefähr 5 Häuser weiter ist. Und ich sehe ihn und ich kriege Heulkrämpfe und ich halte das irgendwie nicht mehr durch. Das macht mich fertig, wenn ich nur daran denke, ich wohne jetzt auch nicht allzu weit von ihm weg. Ja. Und also ich merke schon, dass man mit ihm nicht so gut reden kann. Weil doch, eigentlich schon. Ja, aber er macht diesbezüglich den Mund eben nicht richtig auf. Ne? Versuche ihm doch mal klarzumachen, dass das jetzt wirklich eine sehr ernste Situation ist. Du bist schwanger. Da kommt ein Kind. Da heißt es, Verantwortung zu tragen. Dass es für dich sehr, sehr wichtig ist, die wirkliche Wahrheit zu wissen, weil du dann damit besser umgehen kannst. Könntest du ihn bewegen, dass ihr zusammen zu einer Beratung geht, in eine Beratungsstelle? Dass da ein dritter Mensch, so wie ich das jetzt bin, dabei ist und einfach das Ganze, das Gespräch so ein bisschen moderiert? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist er da dann... versuchen, aber... Ja, mach ihm das doch klar. Versuch es doch ganz sachlich zu sagen. Sag ihm doch, dass du zwar sehr traurig bist, dass das alles so gekommen ist, aber dass du verzweifelt bist, weil du nicht weißt, woran du bist. Und er möge doch auch aufgrund der ernsten Situation entgegenkommen, dass ihr gemeinsam zu einer Beratung geht, um dass ihr gemeinsam vielleicht auch die Wahrheit rauskriegt. Es wäre doch für dich einfacher, wenn du diese klare Aussage hören würdest, oder? Ja, ich habe ihn auch schon gefragt, ob er eine andere hat, ob er fremdgegangen ist. Er war eine Woche allein im Urlaub und danach wurde mir dann vorgeworfen, also so im Nachhinein kommt das auch so von anderen Leuten, vielleicht, ja, ich meine, ich weiß das von anderen, man muss da nicht viel drauf geben und vielleicht hätte er was mit anderen gehabt, vielleicht hätte ich in der Zeit was mit einem anderen gehabt und ich so scheiß das drauf.
er weiß genau, dass er mir das hätte sagen können. Und ja, ich weiß auch, dass ich ihm das gesagt hätte. Und also ich vermute ja, dass da grundlegend die Gefühle nicht mehr stimmen bei ihm. Vermute ich, aufgrund dessen, was du gesagt hast. Aber das ist wirklich von Weitem eine Vermutung. Deswegen wäre es so wichtig, wenn ihr beide bei einem Fachmann sitzen würdet und ihr reden würdet, um die Wahrheit herauszukriegen. Um auch klare, ich meine, damit kannst du ihn doch auch noch ködern, sage ich jetzt mal, oder überzeugen, dass klare Verhältnisse so wichtig sind jetzt auch für das Kind. Denn er muss ja, auch wenn er nicht mehr mit dir zusammen ist, eine gewisse Verantwortung tragen für das Kind. Meinst du nicht, dass du ihn damit erreichen kannst, mit solchen Überlegungen? Ja, aber das ist alles, für mich ist das alles zu kompliziert. Ich blick da nicht durch. Ja, aber dass du durchblickst, wäre es eben toll, wenn ihr in eine Beratung gehen würdet. Versuch es doch ganz einfach mal, Chiara. Was hast du zu verlieren, wenn du ihm das vorschlägst? Wir können dir auch gerne noch eine Telefonnummer geben und eine Adresse von einer Beratungsstelle in deiner Umgebung, wenn du das möchtest. Hast du das auch schon mal in der Hand? Kann ja nicht schaden. Ja. Ne? Und darüber hinaus würde ich dir empfehlen, wenn er das überhaupt nicht will, dann geh alleine hin. Dann hast du zumindest selbst einen Ansprechpartner, mit dem du noch weitere klärende Gespräche führen kannst. Wenn er so weitermacht, brauche ich sowieso irgendwann einen Psychologen. Ja, das ist auch völlig normal in der Situation. Es ist auch eine völlig beschissene Situation. Du bist schwanger und ihr wolltet das Kind haben, nun läuft er weg und sagt dir nicht mehr die Wahrheit, redet einmal so, da muss man ja auch verrückt werden dann in deiner Situation. Völlig verständlich. Wir machen es so. Du legst auf, meine Psychologin ruft dich an, die Elke, und versorgt dich mit der entsprechenden Adresse und Telefonnummer. Ja. Versuch es mal. Okay? Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Morgen heißt unser Thema: In meinem Leben dreht sich alles um Sex. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. Ihr könnt auch mailen unter 1live.domian@wdr.de oder faxen unter 0800 220 50 51. Und wenn ihr mailt oder faxt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben. Das gilt immer. Es gilt aber auch für das Thema morgen: In meinem Leben dreht sich alles um Sex. Tina, 26 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Tina. Hallo? Ja. Oh, jetzt bist du ganz leise. Ja, du klingst aber auch wirklich so ganz verhallt. Aber Wir werden das schon hinkriegen. Okay. Um was geht es denn? Und zwar, ich bin seit 5 Jahren verheiratet. Wir haben 2 Kinder und vor 2 Jahren war eine Krise. Die haben wir überwunden und jetzt ist die nächste Krise da. Mhm. Was ist das für eine Krise im Moment? Im Moment, ich weiß nicht, was der immer für Krisen kriegt, keine Ahnung, aber im Moment war es so, er war mal über Wochenende weg und hat dann mit jemandem was gehabt und am Wochenende drauf hat er meine Schwester angerapscht. Oh, die Schwester? Jo. Dass er da mit irgendjemandem was hatte, als er weg war, hat er dir das erzählt? Nein. Wie hast du es rausgekriegt? Keine Ahnung, das kennt man bei ihm dann. Man kennt die so und vor allem hat die dann die ganze Zeit angerufen und hat dann laufend von ihr Mails gekriegt und irgendwann hat er das halt nicht mehr verheimlichen können. Ach so, es ist dann irgendwie so rausgekommen, weil du ihn gut beobachtet hast und weil so gewisse Indizien dafür sprachen. Genau, genau, weil eben das schon mal so war. Und von daher, da ist ja auch rausgekommen. Wir brauchen ja dann bloß anschauen und dann weiß ich im Endeffekt, was los ist. Weißt du, was das für eine Frau war? Nee, ich weiß bloß, dass sie Rebecca heißt. Mehr weiß ich eigentlich nicht. Also war das so ein One-Night-Stand? Hat er die irgendwo in der Kneipe kennengelernt? Oder? Nee, da wo sie das Wochenende weg waren. Über Wochenende waren sie da mal fort auf einer Hütte. Also da waren mehrere und da haben sie die eben kennengelernt, weil der da gehört wohl die Hütten und da waren halt mehrere Leute und da haben sie es dann kennengelernt. Aber das war nicht Ernstes, sondern einfach so eine Kurzaffäre? Ja, das kann ich mehr oder weniger nicht sagen, weil er hat dann, also wo er danach wieder zu Hause war, hat er gemeint, also hat sie angerufen und dann habe ich gefragt, was das Ganze da soll und keine Ahnung. Ja. Und er bringt es schon wieder ins Lot und dann hat er gemeint, er geht halt spazieren und telefoniert mit ihr. Sag ich, warum kannst du das nicht von mir machen? Mhm. Ja, weil vielleicht habe ich da Hoffnungen gemacht. Mhm. Also von daher keine Ahnung, weil sie waren ja kurz drauf dann nur mehr weg und da war ich nicht dabei, weil er hat mir zur Antwort gegeben, er mag mich gar nicht dabei haben. So, die Sache ist aber jetzt im Moment bereinigt mit dieser Frau. Ja, für mich war jetzt der ausschlaggebende Punkt irgendwo, weil das mal, also die Woche drauf oder wann die Schwester. War, keine Ahnung, war das die Schwester. Ja, das finde ich auch sehr heftig. Was ist da genau passiert? Ich musste samstags arbeiten in der Diskothek und meine Schwester hat aufgepasst, weil er auch weggehen wollte. Mhm.
Und dann war es irgendwie so, am nächsten Tag, ich bin dann in der Früh um 5 Uhr heimgekommen, am nächsten Tag sagt dann meine Schwester, ich nehme deine zwei Kinder mit zu mir. Sag ich, wieso das? Ja, dann kannst du noch ein bisschen schlafen. Und dann zwei Stunden drauf oder so, hat sie mich dann angerufen, ich soll zu ihr kommen. Dann bin ich hingefahren und dann hat sie mir halt verzeiht, dass er, wo er auf die Nacht gekommen ist, hat er halt mit ihr geredet. Und damals hat er dann ihr verzeiht, wo schon mal Schluss war, da hat er sie auch angerufen, weil er angeblich reden wollte. Und das stimmt nicht, er wollte eigentlich mit ihrer bloß schlafen. Und er hat eben sie dann, irgendwann ist sie dann eingeschlafen gewesen und dann ist aufgewacht, weil es gemerkt hat eben, dass er es zwischen die Füße grabt und am Boden und so. Während sie geschlafen hat? Jo. Das ist ja krass. Du musst doch schäumen vor Wut. Das war am Anfang dann so, wie ich es erfahren habe. Dann bin ich dann heimgefahren und habe dann, ich glaube, ich habe rumbrüllt, ich habe das ganze Haus zusammengeschrien, keine Ahnung, ich weiß nicht. Also Tina, nach solchen Vorfällen, ich weiß gar nicht mehr, ob er es überhaupt noch wert ist, dass er noch eine Chance bekommt, weil das ist ja nun schon sehr heftig. Ja, und vor allem, weil es das zweite Mal schon die Krise irgendwo ist, weil das erste Mal, wo die Krise vor 2 Jahren war, da war es angeblich meine beste Freundin. Ich meine, sie haben zwar nichts miteinander gehabt oder so, das war nicht der Fall, aber das bedeutet, war halt alles so ein halber Rosenkrieg dann zum Schluss hinaus schon. Das war dann so schlimm und das habe ich im Endeffekt auch schon wieder verziehen. Aber das mit meiner Schwester, da ist jetzt irgendwie voll die Blockade drin. Verständlicherweise. Das geht gar nicht. Aber das heißt ja, dass in eurer Ehe so einiges auch nicht stimmt, ne? Oder er damit unzufrieden sein muss. Anscheinend ja. Aber mit was? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Weißt du, was ganz blöd ist? Dass unsere Sendezeit jetzt vorbei ist. Okay. Eigentlich müssten wir ja noch weiter reden. Das soll aber auch geschehen. Du legst bitte auf und wir rufen gleich nach 2 nochmal an. Okay. Bei dir, okay? Bis gleich. Good. Tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Ove Petersen und Malte Imels. Morgen heißt unser Thema, wie bereits schon angekündigt, in meinem Leben dreht sich alles um Sex. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die genau das sagen. In meinem Leben dreht sich alles um Sex. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Nacht und eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen.